Okay. Ich sehe jetzt direkt hier sogar Kürbis, der macht eigentlich gut, das ist für den Endfight. Wir haben hier easy peasy 200 FPS, okay. Und ich sehe hier direkt etwas, aber bevor wir natürlich anfangen, müssen wir slash Funktion und dann das hier und der Config. Okay, wir machen das mit 64x64 und Start. Oh. 2 pro Sekunde. Stopp, Start. Okay. Oh mein Gott. Starter Bank funktioniert. Aber es ruckelt. Okay, wait for it. Muss nochmal kurz stoppen. Wir machen es doch lieber mit einer Sekunde. So. Okay, ich würde direkt mit dem Bett anfangen. Ehrlicherweise. Also, sorry, dass ich, wenn es jetzt ein bisschen ruckelt. Ich habe, okay, jetzt halt passt es mit den FPS, aber wenn ich da hochschaue, als zu viele Partikel auf einmal. Okay, ich würde anfangen mit einer guten Schalker. Und ist die Items sind nach Schalker sortiert, deswegen laut meines Wissens ist ja Netherite schwarz. Und wir nehmen natürlich noch schwarz. Blau? Okay, blau. Ne, Netherite Schaufel. Netherite Schwert, Netherite Brustplatte, oh mein Gott. Concrete, das brauchen wir nicht. Das können wir verwenden. Das brauchen wir auch nicht. Gibt es Erfolg? Nee. Okay. Jetzt hier. Ich gebe jetzt auch 2 rote Betten sogar. Hätten wir nicht mal so guten Spawn gebraucht. Und wir haben Full Netherite. Ist das nicht cool? Oh! Ihr wisst, ne? Yo. Okay, kann ich auch abbauen, ne? Als speziell ist, glaube ich, die Hake gewesen. Okay, bevor wir jetzt hier zu lang gehen. Oh, Honig, das ist auch. Oh, süß. Der ist süß. Ich mag übrigens zart, wenn man Honig trinkt, ne? Ich weiß nicht warum, aber naja. Okay, was können wir noch holen? Da oben. Vielleicht habt ihr schon gesehen. Ich will meinen Axolotl aber nicht wegtragen. Da oben kletter ich einfach easy auf den Berg. Und. Oh, Gaps. Okay. Oh, Spectral-Euros. Und das brauchen wir natürlich auch. Das sieht einfach schon direkt so dumm aus, wenn wir einfach so krank equipped sind. Ja, Leute, ich habe hier schon ein bisschen gefarmt, ne? Survival, Hardcore, Welt, Easy Peasy. Ich habe hier ein paar Items, ne? Ich hatte noch auf gar keinen Fall bei den Advancements. Hatte ich noch nicht mal, wait, ich habe noch nicht mal die Steinaxt gekauft. Das Verfahren werde ich einfach haben. Oh Gott, das ist schon wieder das richtig dumme, diese Challenge. Noch 2 Stück davon, also von Endportal Frames. Wir könnten nur noch, warte, wir könnten, nee, wir brauchen nur noch 1 tatsächlich. Ich will jetzt irgendwie den, wait. Ich probiere mal, ob ich ihn so hitten kann. Und das war ein Fehler. Ich möchte nicht sterben. Also, das wäre schon für mich richtig peinlich, würde ich mit Full Netherite Rüstung an einen Panda sterben. Der kommt. Also, war wirklich eine dumme Idee, den Aggro zu machen. Der kann übers Wasser, verdammt! Ich voll Idiot! Ah, Hilfe! Kriegt er mich nicht mehr. Oh, ich habe kurz gedacht, das ist ein Axolotl. Das wäre aber schön gewesen, wenn ein Axolotl ist. Wir sind hier nicht in allem absolut, außerdem sind wir noch die Süße in Minecraft. Oh mein Gott. Also ich spiele übrigens auf hart, damit es überhaupt für mich eine Challenge überhaupt was ist. Also es ist ja ja langweilig. Also wirklich langweilig für andere Spieler. Ich will ja keinen Namen nennen, aber für mich ist es eine Herausforderung. Nicht alles gut. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich spiele mal Minecraft viel leichter. Also hoffentlich wird nicht so blöd, wenn ich so viel erzähle, aber naja. Ich da eine weitere gelbe Schalkerbox mit. Okay, gäbe aber kein einziges Totem. Oh mein Gott! Ich
müsste mir mal ein Schild holen oder so. Wäre ich auch ganz cool. Easy peasy. Ich habe wirklich nichts. Also ich habe kein Totem. Also wenn ich ein Totem übersehen habe, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Weil dann muss ich auf jeden Fall mal lernen, wie ein Totem aussieht. Ganz ehrlich. Also schreibt es dann bitte in die Kommentare. Oh. Backe. Da gehe ich lieber nicht hin. Da ist mein garantierter Tod. Da unten ist ein Ding. Ich mache jetzt MLG. Mit Achse. Oh, ich habe den Erfolg bekommen, aber hat ihn davor schon. Oh. Kein Totem. Also, das ist jetzt wirklich traurig, dass ich einfach kein Totem finde, ne? Weil Totems sind ja auch gelb und es wäre cool, würde ich die finden. Aber hier. Das war jetzt wirklich gut. Ich hatte kurz schon einen halben Herzinfarkt. Oh, die kommen jetzt erst alle runter. Ich muss ein bisschen Chunkloading machen. Als Gute ist, da es Nacht ist, kann ich gelb jetzt viel leichter erkennen. Aber was ich bräuchte, ist noch ein Endportal vorhin. Also es würde mich freuen, würde ich auch eine weiße Schalker hier in weißen Schneebiom finden. Warte mal, warum bin ich so blöd? Warum gehe ich in den Wald? Natürlich wundert es mich nicht, warum ich so wenig finde, weil hier alles auf den Bäumen landet. Oh Gott. Aber egal. Doch hoffe ich mal, dass ich in der Zukunft mal klüger bin. Abonniert den Kanal, ne? Diese Challenge, die hat's in sich. Also warte mal, wenn ich vielleicht einen guten Screenshot für machen kann. Zack. Fürs Thumbnail. Ja, okay, das wird safe nicht das Screenshot-Thumbnail sein, aber... Warum habe ich Screenshot-Thumbnail? Egal. Ich spiele einfach weiter, bevor ich euch zu lange unterhalte. Ihr wollt da eh nur die Challenge sehen, oder? Ich hab die... Oh, endlich ein Totem! Wenn ich mal nicht call. Und das nehme ich mir direkt in die Offhand. Weil wer weiß, ob ich an einem Totem... Ob ich an einem Totem sterbe. Ich bin richtig gut in Deutsch, muss ich ehrlich sagen. Ich müsste mal öfter Minecraft wieder auf Deutsch spielen, damit ich nämlich nicht Englisch lerne, sondern... Das ist mein Ende. Ich kann nicht mit Totems umgehen. Das ist das... Nein! Ich habe das Totem, keine Ahnung, wie kurz und das... Nein. Okay, ich wollte jetzt einen Clip machen, indem ich dieses Ding raushole, aber mir folgen gerade zu viele Monster. Im Ernst. Hier kommt alles super raus, aber davor kam einfach kein Nether-Item. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden, nach keine Ahnung wie lange. Also ich bin gerade richtig unter Druck, wie man glaube ich merkt. Das nehme ich hier mal nicht mit, das ist unnötig. Oh mein Gott. Da hinten sind noch mal zwei weitere Schalker mit einem weiteren Totem auf jeden Fall drinnen. Und ich kill erstmal den hier. Oh, der kann jetzt eigentlich ohne Probleme explodieren, aber... Okay, ich misst hier noch ein bisschen Essen raus, weil ich Essen unbedingt brauche. Oh, okay. Ich bin gerade richtig, richtig unter Stress, merkt man, glaube ich. Dann nehme ich das hier gerne mal in die Offhand direkt. Und da ist noch eine gelbe Schalker. Vielleicht müsste ich mal auf grün Ausschau halten. Du, mein... Okay, Totems sind wichtig. Also ihr habt, glaube ich, bemerkt, wie lange ich jetzt nur noch ein paar Totems gefunden habe. Und jetzt habe ich endlich eins. Hier hoffe ich, sind auch noch Totems. Oh, und apropos grüne Schalker, damit ich den habe ich jetzt direkt auch hier. Also, ich kann hier nicht alles so leicht erklären, weil es richtig viel ist, was gerade auf mich zugestößt. Und das ist gerade richtig weh. Oh mein. Das da ist selten. Also das ist ein sehr schwer craftbaren Helm. Wer nicht weiß, was man damit machen kann, ich demonstriere mal kurz. Ich gehe ins Wasser und kann länger atmen. Also ich kann es hier im Wasserding ohne Schaden zu bekommen, wenn... Ich kann es eigentlich hier länger ohne Probleme dieses Ding abbauen. Ne, also funktioniert alles. Ich mache es auch lieber mit der Pickaxe. So. Also ihr habt gesehen, ich konnte jetzt viel länger atmen. Wenn ich selber ausprobiert ohne diesen Helm und dann einmal mit diesem Helm, könnte ich selber sehen. Also, und im Prinzip muss man aus diesen Skewed-Waffen, die bekommen wir von Schildkröten, hier sogar noch einen, ja. Weil ich tue den Helm wieder weg. Oh, noch ein paar Enchantete Gaps und Unenchantete Gaps. Ist eigentlich auch schmackhaft. Okay, davon brauche ich auch nichts mehr. Also man sieht richtig, ich bin richtig unter Stress gerade, weil... Mein erstes Video, ne, ich habe da jemanden geprankt mit diesen Blöcken.
Könnt ihr mal unbedingt ansehen. Damit würde ich mich auch noch ein bisschen supporten. Oh, noch ein Totem, Leute. Leute, wir haben hier auf jeden Fall noch Enderaugen. Entweder eine Enderperle oder noch ein paar Enderaugen. Oder ein Enderauge. Ich meine zwei. Sorry, ich kann nicht rechnen. Oh, zwei, perfekt. Okay, wir können direkt gleich ins End. Aber was mir vielleicht ein bisschen gut tun würde, wäre einmal noch ein leerer Eimer. Tue ich einfach mal da rein. Und das. Ich tue jetzt erstmal mein Inventar aussortieren. Okay, Leute. Ich hoffe, dieser Layout reicht. Ich habe jetzt endlich einen Bogen. Ich habe noch ein Schild, was ich glaube ich nicht nutzen werde. Ich habe TNT, noch ein paar Endcrystals. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar mehr. Ja. Also damit können wir nämlich dann auch den Enderdrachen richtig cool episch in die Luft springen am Spawn dann. Okay, Leute. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen weitergefahren. Ich habe jetzt 47 Endcrystals, habe sogar noch ein bisschen mehr Dschungelholz als vorher, wenn es aufgefallen ist. Ja, das kann ich eigentlich auch noch kurz umkaufen. Also ein bisschen Holz brauchen wir auf jeden Fall. Es müssen ja rein theoretisch eigentlich auch weit mehr Schalker vom Himmel auch im End fallen. Und ganz ehrlich, hier habe ich keine Lust mehr rumzulaufen, weil es wird langsam echt voll. Und es sieht nicht mehr schön aus. Deswegen möchte ich jetzt eine saubere Dimension reißen. Ich hoffe, ihr versteht es. Außerdem muss ich ja noch den Enderdrachen töten. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich verhüte es wahrscheinlich noch nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube aber eher schon, weil ich möchte mich mit die Lekor in einer Singleplayer-Welt, also in jeder Einzelspieler-Welt, dass man nämlich die nicht auf dem Server verwenden kann, will ich dann mit ihnen ja, ein Challenge machen, wer schnell einen Drachen besiegt. Und Leute, das mache ich noch richtig spannend. Bisschen epische Musik einsprechen, bitte. Einspielen, bitte. Und go. Uhahaha. Ich gehe jetzt direkt rein, okay? 3, 2, 1. Full 60. Oh, ich wollte eigentlich schon Full 60 machen, aber. Hat dann doch nicht geklappt. Nein. Oh, ich habe kurz gedacht, ich muss jetzt halt in Creative Mode dafür. Okay, wir haben ein Problem. Ich habe vergessen, einen Eimer mitzunehmen. Das bedeutet, ich muss jetzt wertvolle Planks nutzen. Warum muss ich überhaupt so einen Spawn haben? Also. Der Enderdrachen kann direkt schon angreifen. Also, ich habe hier richtig Unglück und. Ja, ich habe schon gedacht. Es wurde auch richtig. Also, es ist ja wirklich passiert. Es kommen mehr Schalker hier runter. Aber ich kann hier immer mehr Endkristalle farmen. Was sehr overpowered ist, laut meines Wissens. Okay, ich muss ganz vorsichtig sein. Ich baue jetzt halt alles mit Respawn, nicht Respawn-Anker, sondern Endcrystals voll. Damit ich das dann aus schöner Entfernung den Ender Dragon abschießen kann, wenn er dann hier unten ist. So, dann kann ich schon mal mit meinem Meister-Aim hier förmlich richtig die Kristalle abschießen, was ich wirklich natürlich nicht kann. Verdammt, ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss jetzt unbedingt Pfeile holen. Ey, zum Glück gibt es die Schalker noch im End, die kommen. Oh mein Gott, ist es schlimm. Warum baue ich mich direkt über den höchsten hoch? Wow. Kein Holz mehr. Hat mich aber auch nicht gewundert. Okay, jetzt gehe ich dann hier hin und. Bäm. Okay, da muss ich jetzt auch mich rüberbauen, leider. Ich habe immer noch keinen Fall. Okay, Leute, ich konnte jetzt hier ein paar Spectral Arrows bekommen. Und hier sind auch welche. Okay, gut. Ich bin gerade richtig am Beeilen. Wenn der Enderdrache gleich in die Mitte fliegt, was ich hoffe, was er macht, werde ich ihn dann mit den Endkristallen dann später noch abschießen. Aber ich muss erstmal warten, bis ich erstmal die ganzen Türme abgeschossen habe. Sonst halt, dass ich ja direkt wieder voll. Da hat sich gar nichts gelohnt. Muss richtig vorsichtig jetzt sein. Okay, der Tote bis Mangel ist auf jeden Fall nicht mehr. Aber immer noch an Pfeile. Das ist ganz wichtig. Warum bin ich so dumm reingekommen? Einfach ohne einen einzigen richtigen Pfeil. Okay, Leute, ich habe jetzt 28 Pfeile. Oh, so, 35 meine ich. Leute, ich glaube, ich habe alle Türme abgeschossen. Okay, ich kann noch ein paar mehr TNTs hier platzieren. Maybe. Doch nicht. Doch.
So, dann actually richtig gut. Sobald er in die Mitte anfliegt, was er jetzt halt macht, werde ich ihn erstmal mit Bogen hitten. Kommt die große Ding. Oh, hat ihn richtig wenig Damage gemacht. Von der Seite. Oh mein Gott, okay, der hat gar keinen Bock auf mich gerade. Leute, wir haben ein Problem. Da oben ist doch noch einer. Die müssen wir aber mal ganz, ganz schnell holen. Also, das tut mir so, muss jetzt leider wirklich sein. Mein Gott. Komm, Ender Drache. 1v1. Ich klepp dich weg. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm, aber... Oh mein Gott! Das muss gejuiced werden, einfach. Das ist der einzige, gegen den ich kämpfen musste. Okay. Okay. Jetzt ist er in meiner Falle. Was? Ich hab's einfach nicht geschafft. Mit dem Totem auch noch. Ich nehme mal den OP-Gap. Sicher, sicher. Alter, langsam muss ich hier richtig laut werden, damit man mich, glaube ich, noch in der Aufnahme hört. No. No, 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 no. All good. Ich bin safe. Mein Gott. Save Leaf. Yeah. Oh, let's go. Ja. Das war's mit dieser abnormal verrückten Minecraft-Welt. Das sieht hier wirklich cringe aus einfach. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Lasst gerne positive Bewertungen da, abonniert den Kanal und Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao und haut rein und jo, habt noch einen schönen Tag, morgen oder Abend. Jetzt habe ich gesagt, hab ich seit Craft-Attack-Zeit nicht mehr gesagt. Ja, aber Leute, das war's jetzt dieser abnormal verrückten Minecraft-Welt.